Hallo Pouring-Freunde, hi Pouring-Friends, so, da bin ich mal wieder. Das Internet oder beziehungsweise die Pouring-Gemeinde brummt ja momentan aufgrund des Begriffes Infinity Pouring, Unendlichkeits Pouring. Und ich habe einige Vorschaubildchen, also Thumbnails, mir angesehen zu dem Thema. Und was man sieht, ist immer das. Und das heißt also, es werden zwei Farben gegossen gleichzeitig. Eine kleine Challenge, aber könnte einen interessanten Effekt ergeben. Und dann Infinity, das bedeutet ja nun Unendlichkeit. Das heißt, man muss sehr langsam und sehr lange gießen, um einen guten Effekt zu erzielen. Und ich würde mal sagen, in Deutsch kann man sagen, endlos pouring. Und was ich mir noch dazu überlegt habe, ist am besten keine quadratische Leinwand, sondern eine rechteckige Leinwand. Dann kann man besser auseinander driften. Um es am besten demonstrieren zu können, den Effekt, nehme ich als Gießfarben Schwarz und Weiß. Und als Untergrund rot. Das werde ich jetzt alles mal vorbereiten. Bis gleich. Wie immer die Leinwand erstmal mit Wasser, ganz normal im Wasser einsprühen, bevor ich loslege, die Farben anzumischen und bevor ich anfange zu gießen, die Überreste mit einem Küchenpapier wegwischen. Das Rot ist gut. So ist es der perfekte Strahl. Die perfekte Konsistenz. Das Schwarz auch. Das Weiß ist jetzt auch gut. Können wir ja loslegen. Ich wische jetzt erstmal das überflüssige Papier ab, überflüssige Wasser mit Papier ab. Das Wasser bewirkt, dass sich die Leinwand schon mal mit Wasser oder Flüssigkeit vollsaugt und so der Acrylfarbe kein Wasser entzieht. Und somit die Acrylfarbe weniger wahrscheinlich bricht, nicht so leicht bricht, weil die Leinwand gesättigt ist. Ich möchte jetzt versuchen, möglichst dünn das auszubreiten, damit von meinem gegossenen nicht zu viel versinkt. Ich will ja den Effekt mit Schwarz und Weiß sehen. Und sehen kann ich den Effekt nur, wenn nicht alles durch die Untergrundfarbe sinkt und verschwindet. Deswegen verteile ich das jetzt. Und wenn es mir noch zu viel erscheint, werde ich es noch runterlaufen lassen. Ich melde mich gleich wieder. So, der Untergrund ist vorbereitet. Nicht so dick. Das Wort Infinity Pouring suggeriert ja Unendlichkeitspouring. Das kann natürlich nicht unendlich lange laufen, aber es suggeriert immerhin, dass es sehr lange laufen soll. Deswegen benutze ich kleine Pappbecher, wo ich eine Spitze zusammendrücken kann, sodass die Farbe
langsam rausläuft. Und dann werde ich jetzt versuchen, den Effekt zu erzielen, der wahrscheinlich gemeint ist, was ich von den vielen Thumbnails, Vorschaubildchen erschlossen habe, dass man gießt, aber übereinander, immer wieder übereinander. Ich hoffe, dass es klappt. Nicht so einfach, das zu koordinieren, Leute. Am besten konzentriert man sich auf keine der Hände, sondern gießt einfach im Kreis, immer abwechselnd. Das ist der Infinity Pouring Effekt. Es ist also tatsächlich anders als ein einfacher Swirl. Interessant. Ich könnte mir jetzt überlegen, es über die Ecken laufen zu lassen. Oder nicht. Ich gehe erstmal mit einem Butanbrenner drüber, um zu sehen, was dann entsteht. Kleine Zellen entstehen dadurch. Mitte werde ich noch ein bisschen tricksen, ist mir zu schwarz. Jetzt ist die Frage auseinander laufen lassen, dann werden diese Äste, sag ich mal, wieder mehr durchkommen. Mal gucken, das stimmt. Ist so wie immer, alles wird größer, aber man verliert auch einiges. Und trotzdem. Es wird irgendwie interessanter. Jetzt das wieder in die Mitte. Meine gefakte Mitte. Ja, das ist nicht schlecht. Abstrakte Kunst. Zellen kommen hervor. Luftblasen platzen. Sehr interessanter Effekt. Ich glaube, mein Bild gefällt mir. Ich versuche jetzt nochmal die Heißluftpistole. Okay, das war eben der Infinity Pour. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr gebt mir einen Daumen hoch und wir sehen uns bald wieder. Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen. I hope you like my video and you give me a thumbs up. Thanks for watching, guys. Bye.